Nachdem die Gespräche über eine mögliche Feuerpause im Gazastreifen bislang ohne Ergebnis geblieben sind, wächst die Sorge, dass das iranische Regime losschlagen könnte zur angekündigten Vergeltung gegen Israel. Die Revolutionsgarden drohen mit präzisen Schlägen zu gegebener Zeit. Die Menschen im Iran erleben unterdessen einen angespannten Alltag unter schwierigen Bedingungen. Zum einen ist da die Angst vor einem weiteren großen Konflikt in der Region und zum anderen die Sorge wegen der zuletzt deutlich gestiegenen Preise für alles Lebensnotwendige. Gestern wurde die neue Regierung im Parlament bestätigt, aber ob die Veränderungen bringt, ist fraglich. Schon wieder ist der Strom weg. Für Hamid Toidi keine Überraschung mehr. Der Inhaber einer Teheraner Farbfabrik hat sich fast schon daran gewöhnt, dass seine Maschinen immer wieder plötzlich stillstehen. Während der heißen Jahreszeit haben wir oft keinen Strom. Vor ein paar Monaten war das nur einmal in der Woche so. Aktuell sind es zwei ganze Tage. Weil das seinem Betrieb massiv schadet, hat er auf einen teuren Generator umgestellt. So kann zumindest ein Teil seiner 50 Mitarbeiter weiterarbeiten. An solchen Tagen kommen sie allerdings nur auf 30% der regulären Produktion. Der Ärger ist groß, doch der Unternehmer wählt seine Worte mit Bedacht. Kritik kann im Iran gefährlich sein. Wir mussten viel Geld ausgeben, um diesen Generator zu besorgen. Aber im Iran ist man daran gewöhnt, flexibel zu sein. Man versucht eben, mit Problemen irgendwie umzugehen. Viele Iranerinnen und Iraner sind sauer. Geld, um die Hamas und Hisbollah zu unterstützen, sei da, hört man oft. Doch in die veraltete Infrastruktur investiere der Staat kaum. Auch wirtschaftlich ist das Land stark angeschlagen. Die Inflation liegt offiziell bei rund 40%. Das iranische Parlament, auch hier war die Energiekrise Thema. Im Mittelpunkt stand jedoch das neue Kabinett von Präsident Massoud Pezeshkian. Die Abgeordneten, überwiegend Hardliner, winkten alle Ministerkandidaten durch. Keine Überraschung, die Liste hatte vorab den Segen des obersten Führers Khamenei bekommen. Reformen, zum Beispiel bei Frauenrechten, wie Pezeshkian sie noch im Wahlkampf versprochen hatte, scheinen kaum möglich. Und über allem schwebt derzeit die Frage, wird der Iran Israel angreifen? Seit der Tötung von Hamas-Führer Khamenei Ende Juli in Teheran droht das Regime fast täglich damit. Der Zeitpunkt, der Ort und die Art und Weise werden noch von den Verantwortlichen entschieden. Aber eines ist sicher, es wird eine Antwort an Israel geben. Angst vor einem möglichen Krieg, in der Bevölkerung ist sie da. Doch Alltagsängste überwiegen bei den meisten. Wir haben so viele wirtschaftliche Probleme und Sorgen hier im Land, dass meine Kraft für Gedanken an einen Krieg nicht mehr ausreicht. Hamid Toidi, der Fabrikbesitzer, versucht die aktuelle Lage möglichst pragmatisch zu sehen. Auch ich glaube nicht, dass der neue Präsident Veränderungen durchsetzen kann, aber allein, dass sich die Situation nicht noch weiter verschlechtert, gibt mir Hoffnung. Hoffnung, dass ihre Situation nicht noch schlechter wird. Gedanken, wie sie im Iran derzeit viele haben. Und Sorgen vor der ganz großen Eskalation und Alltagsprobleme dürften auch in Israel das Leben der Menschen bestimmen. Unser Israel-Korrespondent Christian Limpert ist heute in Kfar Aza. Das ist eine der Siedlungen nahe des Gazastreifens, in denen sich am 7. Oktober der Hamas-Überfall auf Israel ereignet hat. Welche Sorgen haben die Menschen aktuell dort? Zunächst mal sind aus Kfar Aza die Menschen, die hier evakuiert wurden, geflohen sind am 7. Oktober, viele von ihnen noch gar nicht zurückgekehrt. Aber wir waren hier eben unterwegs mit einigen und zunächst mal ist immer noch das Trauma da. Das heißt, der große Schock vom 7. Oktober, das Gefühl, dass die israelische Armee eben nicht rechtzeitig hier war, viele Menschen nicht retten konnte. 64 Menschen hier wurden von den Hamas-Terroristen hier in diesem Ort ermordet. Und noch immer sind 5 Menschen aus dem Ort in Geiselhaft der Hamas. Das ist sozusagen das große Trauma. Gleichzeitig die Sorge, wie es weitergeht. Erste Familien fangen an, vorsichtig hierhin zurückzukommen. Es ist noch immer Sperrgebiet. Aber natürlich über allem steht die Sorge nach um die Geiseln, insbesondere aus Kfar Aza eben. Und gleichzeitig spüren wir hier auch eine Art Wut, Enttäuschung über die Regierung. Viele hier
in diesem Ort sagen, es braucht eben jetzt nur eine Verhandlungslösung, einen sogenannten Geiseldeal. Das heißt, hier ist die Wut auf die Regierung groß. Und natürlich hier in diesem Ort, gut 2 Kilometer entfernt vom Gazastreifen, hören auch wir gerade stündlich sozusagen Explosionen und die Kämpfe aus dem Gazastreifen. Das heißt, der Krieg im Gazastreifen, der ist eben auch sehr nah. Es hatte ja Anfang dieser Woche große Hoffnung gegeben, dass unter Vermittlung von USA, Ägypten und Katar vielleicht doch noch dieser Geiseldeal, diese Waffenruhe ausgehandelt werden könnte. Was ist denn aus dieser Hoffnung jetzt eigentlich geworden? Also diese Hoffnung wurde ja insbesondere von den Amerikanern immer wieder kommuniziert, als US-Außenminister Blinken dann nach seiner mehrtägigen Reise hier aus Doha, aus Katar abgereist ist, war er nicht mehr ganz so optimistisch. Das Problem ist, dass man bei entscheidenden Punkten es wohl nicht schafft, die Israel auf der einen Seite und Hamas auf der anderen Seite näher zu bringen. Entscheidend ist hier der Rückzug des israelischen Militärs aus dem Gazastreifen. Netanyahu möchte Stand jetzt nicht den sogenannten Philadelphia-Korridor, also ein Gebiet an der Grenze zu Ägypten, freigeben. Das wäre eine Forderung der Hamas. Es geht weiterhin darum, welche palästinensischen Gefangenen im Austausch für israelische Geiseln freigelassen würden. Und die Hamas sucht natürlich irgendeine Form von Garantie, dass nach einem möglichen Freilassen der Geiseln der Israel wirklich zu einer langfristigen Waffenruhe sich auch bekennt. Das sind die Knackpunkte. Noch hören wir, soll weiter verhandelt werden. Die Hamas hat noch nicht final gesagt, dass sie sich zurückzieht, dass sie diesen neuen von Blinken vorgelegten Vorschlag ablehnt. Aber wirklich Optimismus hat derzeit hier kaum jemand. Kann man sagen, an wem genau es scheitert? Ist es die Verantwortung von Israel oder der Hamas, dass sich nichts bewegt? Alle Vermittler bei diesen Verhandlungen, also die Amerikaner, die Ägypter und auch die Kataris, sagen, es müssen sich beide Seiten bewegen, beide Seiten müssen es wollen. Und damit richtet sich die Kritik auch an beide Seiten. Hier in Israel gibt es Menschen, die sagen, Netanyahu persönlich hat nach wie vor noch kein Interesse an einem Waffenstillstand, noch kein Interesse daran, dass der Krieg im Gazastreifen endet, auch aus politischem Kalkül, weil er dann möglicherweise sich verantworten muss für das, was am 7. Oktober schiefgelaufen ist. Das ist die eine Seite. Aber natürlich gibt es auch Stimmen, die sich gegen die Hamas richten, die sagen, der Hamas-Chef Sinwar im Gazastreifen, der sich noch nicht offiziell geäußert hat, hat ebenfalls kein Interesse. Auch ihm gehe es eben nicht um die Palästinenserinnen und Palästinenser im Gazastreifen, sondern um die eigenen Ziele der Hamas und das eigene politische Überleben der Hamas. Das sind die Vorwürfe, die sich beide Seiten anhören. Der Krieg geht also jetzt erstmal weiter. Welche Konsequenzen hat das denn konkret? Also wir hören hier nach wie vor Explosionen aus dem, ich habe es gesagt, 2 Kilometer nah entfernten Gazastreifen. Das israelische Militär hat in den letzten Tagen dort etwa 250.000 Menschen zu erneuten Evakuierungen oder zur Flucht aufgerufen, weil man eben nach wie vor aus israelischer Sicht gezielt Stellungen, Orte der Hamas angreift aus der Luft oder auch eben mit Bodenkräften vor Ort. Und dabei kommt es auch immer wieder zu zivilen Opfern. Die humanitäre Lage im Gazastreifen ist katastrophal. Das hören wir von Hilfsorganisationen wie Ärzte ohne Grenzen, aber auch den Vereinten Nationen, die sagen, vor allem die Wasserversorgung ist knapp. Es ist nicht möglich, die Menschen dort mit ausreichend sauberem Wasser zu versorgen. Und medizinisch war das auch die Meldung der letzten Tage, dass Polio, also Kinderlähmung, akut aufgetreten ist. Es soll erste Fälle geben und es sei eben aus Sicht der Vereinten Nationen eine Waffenruhe notwendig, um eben mehrere tausende Kinder gegen Polio impfen zu können dort. Danke, Christian Limpert in Kfar Aza an der Grenze zum Gazastreifen.